Willkommen zurück zu Pokémon Strahlende Perle. Ich habe jetzt ein Marshmallow frisch entwickelt. So, wir gehen erst uns mal aufheilen. Und dann gehen wir in Richtung Sonnenweg zum letzten Orden. Dann müssen wir erst nach Weideburg. Von dort aus Richtung Strand. Genau dahin müssen wir. Let's go. Staraptor, bring uns Shelby hin. So, wir sind schon hier. Da können wir nichts wie hin. In Richtung Sonnenweg. Moment, naja, wir gehen mal dann auf. Wir gehen mal hier auf erstmal. Ja, was gibt's hier? Ein Ball gibt's da. Hier gibt's nur Bouchelins. Wie am Strand, auch am Wasser, hä? Let's ride! TM05 Puller. Das ist nicht der Puller. Wie geil! Die Straßenmöwe. Beziehungsweise die Hafenmöwe. So, die Flucht gehen wir an. Nichts hier runter schnell. Und jetzt volle Bude Abmarsch. Nach Sonnenweg. Hier muss doch irgendwie noch den Öffner geben. Den suche ich dann mal demnächst mal hier. Ich brauche noch das Item dort. Aus einer lange Route, elend lange Route bis dann, oder? Oh, nice! Wo geht's denn dorthin? Manche Wege verstehst du gar nicht. Da ist ein Weg, aber da ist nichts. Zu was dann der Weg? Das macht null Sinn. Siehst du, hier ist absolut nichts. Aber Hauptsache, ein Weg ist da. Oh shit, ein Schnurrgast. Das könnten wir uns mal theoretisch fangen. Das war natürlich cool. Let's go. 1, 2, 3 und. Nice, beim ersten Ballwurf gecatcht. Ultra nice. Tigerkatze, Pokémon, Typus normal. Kugel haben wir also einen schon gefangen, Wildes. Der Strand, hier wimmelt's garantiert von Trainern. Nice! Mir ist schrecklich langweilig, mir auch. Ein Schnösel will catchen. Luxio, okay.
Der wird sowieso als 5 verlieren. Na, keine Chance. Der Typ kriegt die Ohren voll. So, ja, Erdbeben in Stereo, bitte. Keine Chance. Ah, dieser Stößel. Weg mit dir. Und 57 schon, ey. Das ist gutes Level. Hervorragendes Level. Hier gibt es anscheinend eine übelste Anglerparty. Aber vom Fahrrad. Und wir nehmen jeden einzelnen Trainer komplett hier mit. Für das optimale Training. Das ist klar. Es wird schon bald dunkel. Nice. Knorchel 40 Kappador. Das ist sowas von schlecht trainiert. Das gibt's gar nicht. Absolut schlecht. Level 40 ist aber, geht's eigentlich noch? Ja, das. Oh. Er hat meine Schimpfe gerade gehört. Hä? Du schaffst das, Luxor. Let's go. Mit Ohr. Oh. Blitz reicht. Und zieh ab, junge Gardos. Du hast nämlich eine 0,nix Chance. Und Tschüssilein. Du kannst nichts, du kannst nichts. Oh, Bärns und Grappen. Hatten wir lange nicht, hä? Bärns und Grappen hatten wir übelst lange nicht. Magorabeere. Qualotbeere. Alter, die Namen, ey, das ist ein übelster Zungbrecher. So, ab zum nächsten Trainer, ja. Den ist nämlich langweilig. Oh, der 4 Mons. Holy Scheiße. Das ist ja mehr als schlecht. So, Kampf Gigasauger. Das war's mit dir, Kavador. Ich denke mal, wir können schon wechseln. Der hat irgendein Garados. Reboreit. Alles klar. Trotzdem machen wir ihn platt. Reboreit, Level 40. Donnerblitz, nice. So, auf wieder Schuss. Das war der übelste Gardos. Wusst ist doch, dass er eins hat. War ja klar anzunehmen, dass er eins bringt. Yo, let's go. Donnerblitz und reicht. Wie immer. Weiter so, let's go! Keine Schrofinion hat er noch. Der hat ja mal richtig ablenkungsreiches Team. Nicht von einem Pokémon hier auf 5 oder 6 Stück. Sieht der Rest von der ganzen Bagage hier.
die Angler insane, Alter! Wir kassieren den Hintern auch schon ab hier. Krass, die wollen jeder kämpfen von denen. Der Albert Einstein will kämpfen. Naja, Kapador, man kennt's nicht anders. Von diesen Flachheidis. Das kann nur Platscher und Tackle, hä? Mehr können die nicht. Noch ein Finion, nice. Infidion. Gigasauger. Gib mir Energy with me. Die Angler sind so schlecht. Ein Barschwaben, nice. Das hessische Pokémon nun Number One. Ohne Scheiß. Dafür die Entwicklung umso geiler. So wie Kapador Garados. So ähnlich ist das hier. Du hast verloren, du Nieder, Junge. Zieh ab, du Arsch. Die Trainer, ey, das ist immer übel. Wir hatten die alte hingestellt, Alter. Der kommt gleich mit Garados an. Okay, da probieren wir mal Knirscher. Das müsste gehen. So, Knirscher. Wir fangen safe an durch die Flinklaue. Das macht null Schaden, Alter. Wir müssen rauswechseln. Das bringt so nichts. Wir fressen nur mehr Schaden, als wir austeilen. Nochmal Kaskade. Donner los. Na klar, verfehlt, alles klar. Du scheiß Garados, Junge, zieh Leine, Junge. Schon wieder verfehlt. Ist Donner sowas von schlecht, ja? Schon das dritte Mal verfehlt, Alter. Was ist denn nur los, Junge? Ist Donner wirklich schon von der Genauigkeit so schlecht, ey? Das ist immer der übelste Bahn. Viermal schon. Ohne Scheiß, viermal verfehlt. Die Attacke ist eigentlich so geil, aber von Genauigkeit der letzte Rotz. Ohne Scheiß, Alter. Mehr Pech geht übrigens nicht, gell? Das ist schon mal klar. Viermal. Versemmelter Donner. Das war der absolute Wahnsinn hier. Genauigkeit für den Arsch. Angriff top. Genauigkeit Lego Mio, hä? Aber sowas von. Das Donnerblitz schon weit besser. Aber deutlich besser, hä? Wie viel hatten da noch, ey? Du Arsch, Junge. Donnerblitz und Schiss. Der Angler, Junge. Das sind immer die gleichen. Der Joshua wurde besiegt.
Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Du musst jetzt wunderbar angehen. Alter, was ist denn hier kaputt, Junge? Ich auch noch mal dreschen. Ey, so kommen wir doch mal wieder nicht in die Stadt, oder? Das ist mal übelst, wie viel Trainer-Ess es auch hier gibt, hä? Der absolute Wahnsinn. So, Donner und Giga, sauber. ...43 schon, das ist gut. Von Level her schon. Mach dich ab. So, sie sprachlos von unserer Stärke. Da nimmst du deine Fresse voll haben will, oder nicht? Der hat diesmal nur gequatscht, ja. Let's go, Surfer! Let's go, Surfer! Okay, anscheinend gibt es ja nur Müll hier drin, ne? Oh! Ein Pelipper. Das haben wir auch schon gefangen. Und wir gehen die Flucht ein. Und aus uns irgendwas? Ja, nee. Alles klar, gehen wir mal hier lang. Hey, los, komm! Catch him in the house! Wie kann man nur mit dem Namen Almut heißen? Das ist der übelste, grauenhafte Name, Alter, aller Zeiten. Almut. So ein dummer Name, Alter. Das ist der Übel. Das ist schon beschämt, Alter. Das ist übel. Der 55 nice. Und 43 für Maschmai. Der Almut wurde besiegt. Großer Gott, mit dem Namen wollte ich mich blamieren überall. So, jetzt ziehen wir da hinten lang. Einen Polizist haben wir da noch. Tja, Schneider, wie geht's da los? Schnipp, schnapp. Ein Fläschchen Carbon. Was es hier vor Trainer gibt, ey, das ist ja unglaublich, Junge. Das gibt's auf manchen Mannschaften Route doch gar nicht. Übelst. Der Shit. Level 42 schon im Burschelin. Ist klar, Flucht gescheitert oder was? Dann musst du mit den Konsequenzen rechnen. Du Bulli-Typi. Dann frierst du eine Pflanzenattacke. Wenn die Flucht nicht geht, dann ist der Angriff die beste Verteidigung. In dem Fall eine Pflanzenattacke. Level 60, übel. Der stärkste Pokémon haben wir hier. Ist Sheltera mittlerweile. Oh, wie guckt man da hin? Ach, so geht da lang, alles klar. Nicht abstürzen, bitte. Ein Glas Honig gefunden. Wie weit geht's hier noch? Ach du Scheiß, noch ganz Stückchen. Großer Gott. M56, was ist das? Okay. Hä,
Hey, Polizist, wie geht's? Der will gar nicht kämpfen. Wir gehen erstmal in die Häuser rein. Und klotzen, was da abgeht von der Party. Pikachu, Fanclub, Pika, Pika. Okay. Ach du Scheiße. Na übel. Oh, der will kämpfen. Das war überraschend. Aber nur Pikachus als Pokémon zu haben, das ist äußerst dumm. Warum ist es dumm? Es gibt genug andere Typen, die Pikachu zum Opfer fallen. Zum Beispiel wie Boden-Pokémon, Gesteins-Pokémon. Macht Pikachu dermaßen Probleme. Da kannst du mit noch so viel kommen, du hast null Chance gegen einen gescheiterten Bodentyp. So wie die hier, das ist Müll. Die Fanclubs hier gut und schön, aber das entspricht nicht der Realität von Pokémon. Ein Trainer muss vielseitige Pokémon dabei haben und nicht von einem Typ millionenfach und immer wieder mehr und mehr und mehr. Das ist absolut ja Schrott. Einfach nur Schrott. Größenwettbewerb, großes Pokémon gesucht. Okay. Gehen wir kurz rein. Oh. Der will anscheinend die Angler hier. Okay. Das haben wir anscheinend nicht, das große Remoraid. Und ein Double Fight. Let's go in the house. Matrose allein los, wa? Nice, Matrose, ja schon. Wie hieß der? Yando und Inko. Die haben beide Wasser-Pokémon und wir haben Elektro und Pflanze. Wunderbar, dieses Team. Gigasauger, let's go. Und Nonner Blitz auf Remoraid. Und Tschüssikowski, wa? Das machen wir billig. So. Attack. Oh, hat's ausgehalten. Sogar mit Quit. Super Schall. Das bringt's ja überhaupt nichts, man hört's. Überhaupt nicht, Und nochmal Knirscher, let's go. Mantyrps, ist das von Typ hier Flug noch? Oder noch was anderes? Mach's gut, du hier Schwimmreifen-Tibi. Matrose ebenfalls und tschüss. Moment mal, ich riech da hier von Geheimnisse. Was gibt's da hier noch? Ha, siehste, ein Glas Honig gefunden. Da gab's nicht mehr, nichts mehr. Oh, doch noch eine Bär gefunden hier. Ich hab gedacht, Ninjas sind da noch hier. Ein Matrose. Nein, los, lass mal gleich mal raus. Und tschüss. Mann über Bord. Da
Oh, Joachim. Okay. Barsch war in der Haus. Und Erdbeben und tschüss. Der letzte Orden, Freunde, wird hier ein Spaziergang. Das ist übel. Wir könnten theoretisch mit Schlitterra hier den Ein-Mann-One machen. Und wir würden safe. Jedes einzelne Pokémon, was da in der Arena ist, One-Shot. Mit Erdbeben natürlich. Absolut keine Chance. Wir werden sehen, wenn es soweit ist hier. Die Arena wird sowas von auseinandergenommen, ey. Das glaubt ihr mir hier nie. So. Matrose ist schon gut wie hinüber. Joachim, du kannst schon nach Hause gehen. Du leicht Matrose. Okay, gibt es noch irgendwelche Dinger da? Moment mal, ich rieche da schon wieder was. Nichts wieder hin hier. Umsonst kommt doch nichts, kommst du nicht hin, so hin einfach hin. Mit Surf in der Haus. Anscheinend gibt es wirklich nichts. Was kommt jetzt? Oh, Schnurrgast. Das garstige Schnurrgast. Und Flucht hier. Let's go. Dann wollen wir mal in die Stadt, gell? Nach Sonneweg. Nichts hier rein hier in die Stadt der Elektrizität. So, gehen wir rein. Wer zum Geier ist dieser Afro-Man hier, hä? Moment mal! Ich denke mal, das ist einer von den Top 4, hä? Hey, Trainer! Mir ist nicht verborgen geblieben, wie stark deine Pokémon sind. Woher wissen der denn das? Oh, Entschuldigung, ich sollte mich wohl erstmal vorstellen. Ich heiße Ignaz, ich bin einer der Top 4 der Pokémon-Liga. Da ist doch recht, oder? Der Typ ist Ignaz von der Pokémon-Liga. Alter Schwede. Ich hatte da so eine Idee. Und vielleicht könntest du sie umsetzen, okay. Es geht um den Arenaleiter dieser Stadt. Er hat neuerdings seinen Enthusiasmus für die Kampf vollends verloren. Alter. Der Mangel an würdigen Herausforderungen ist ihm aufs Gemüt geschlagen. Er ist so gelangweilt, dass er die ganze Zeit seine Arena renoviert. Ach du Scheiße! Dann kam er noch der Stadt. Ja. Dann kam auch noch der Stromausfall. Das hat seine Laune sicherlich auch nicht gebessert. Du weißt bestimmt, worauf ich hinaus will, oder?
Natürlich müssen wir kämpfen. Ich möchte, dass du ihm eine Herausforderung lieferst, die seine Leidenschaft für Kämpfen neu entfacht. Ich verlasse mich auf dich, Heißsporn. Okay. Das heißt, dass der Arena-Leiter so gut wie nie gekämpft hat. Sonnenweg, solares Leben. Wie sieht denn das aus? Irgendwie komisch. Aber Freunde, wie es hier weitergeht, sehen wir nächste Party. Wenn es heißt wieder, der letzte Orden ist meins hier in Sinnoh. Und tschüss, Freunde, macht's gut.